Hallo und herzlich willkommen bei Born to Pflege. Die Audiospritze speziell für Pflegekräfte mit viel Einfuhr und wenig Einspringen. Deine Arbeit ist wertvoll. Deshalb wollen wir dir konkrete Tipps geben, deine Berufung zu leben. Denn du bist Born to Pflege. Born to Pflege wird dir präsentiert von den Pflegeheimen Lindenhof in Meinhardt und Wiesengrund in Knittlingen. Dein Gastgeber ist Tobias Groß. Schön, dass du wieder am Start bist. Integration von ausländischen Mitarbeitern, hochbrisantes Thema in der Pflege. Und wir unterhalten uns heute wieder mit Jordan, mit Daniel und mit Nick, was sie dafür tun, dass Mitspieler integriert werden. Und ich bin mir sicher, da sind wieder super coole Tipps dabei für Teamleitungen, für Teams, wie man dauerhaft zu einer guten Zusammenarbeit kommen kann, obwohl es sprachliche Schwierigkeiten gibt und obwohl die kulturellen Unterschiede da sind. Ich freue mich auf die drei und das wird richtig cool. Jawohl, wir haben in der ersten Folge über die erste Zeit in Deutschland gesprochen und wollen jetzt so ein bisschen der Frage hinterhergehen, wie kann man dauerhaft dann auch gut zusammenarbeiten? War das eine Frage für Nick? Oh, stimmt, ja. Yeah, I gotta, yeah. So we're in our second episode here and we're talking about how we can work together well, like long term. Okay. Nick, Jordan, ihr habt schon gesagt, wenn man am Anfang in so ein fremdes Land kommt, dann fühlt sich an wie Urlaub. Man freut sich auf das neue Land, man freut sich auf die neuen Aufgaben. Es ist alles spannend und interessant. Und dann irgendwann setzt so eine Ernüchterungsphase ein. Also man stellt fest, wow, die Sprache ist total schwierig zu lernen. In Deutschland ist Arbeiten oder Spielen vielleicht anders. Manchmal macht man auch was falsch. Man vergleicht es dann mit, wie man es gewohnt ist. Und manchmal kommt man sich wahrscheinlich auch fehl am Platz vor, komisch. Ja, oder fühlt sich vielleicht auch abgelehnt. Und irgendwann kommt dann der Kulturschock. Mhm. Ja. Wie hat der bei euch beiden eingesetzt, der Kulturschock? Ja, ich weiß nicht, ob ich jemals einen richtigen Kulturschock hätte auf einmal. Aber ich verstehe die Frage. Gibt's natürlich Amerikaner in meiner Erfahrung, die kommen hierher. Die ersten 2, 3, 4 Tage, 5 Tage, alles ist das Beste, das ich jemals gesehen habe. Und dann kommt vielleicht alles auf einmal, okay, jetzt alles nicht mehr ganz neu. Und plötzlich fühlen die sich nicht so wohl hier in Deutschland. Ich habe das oft genug mit ein paar Amerikanern gesehen. Aber bei mir, ich denke, es gab wirklich niemals so einen großen Schlag auf einmal. Natürlich gab es schwierige Zeiten, irgendwann in die ersten Monate, dass ich so viel Hilfe gebraucht hätte von anderen Leuten. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Sache. Aber vielleicht Nick hat ein bisschen anderes Erlebnis. So vielleicht kann ich ihn auch fragen. We're talking about that just Americans come here and at the first it's like everything's really wonderful and it's that dream we talked about and how great everything is, but at some point comes this wall that you hit, that it's everything's not totally new, and that okay, now I'm really living here and now this is my daily life, and sometimes they have problems at that point. Did you run into anything like that? Yeah, I when it got hot and we did not have air we did not have air conditioning in the building. That was the tough, it was a tough time for me. It was a reality check. So I would say that was honestly, that was probably the first time I felt any sort of like discomfort or not extreme satisfaction here. But it is like you first, or you want to do that first? Ja, also Nick hat so ein Erlebnis gehabt, als es in Deutschland heiß wurde und er festgestellt hat, dass wir keine Klimaanlage im Ami-Haus haben. Und das war dann eine sehr, sehr anstrengende und heiße Zeit für ihn. Ja. Ja. And then what was I saying? Yeah, there's small things when you first get here that are different. One thing that sticks out to me was like we would see young kids
small little kids walking on their own to school and stuff like that that you wouldn't see in the States. But things, as you live here longer, become more and more normal. And it's not shocking anymore. It becomes the norm. Also er hat aufgeführt, zum Beispiel hat er noch das Erlebnis gehabt oder die Erfahrung gemacht, dass hier zum Beispiel kleine Kinder alleine zur Schule laufen, was man so in der USA jetzt auch nicht unbedingt sieht. Und er hat aber auch gesagt, als wenn man länger hier lebt, dann gewöhnt man sich an diese ganzen die Erlebnisse und es wird dann immer mehr zur Normalität. Ja, du hast einen YouTube-Kanal und ich habe eine Folge angeschaut und da erzählst du genau diese Geschichte und dass die dich total schockiert hat. Yeah, he's also watched one of your episodes. Yeah. I think only one. Only one? Yeah. all of them. Nice. And he's seen that you talk about such experiences that while you've been here. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Hast du noch ein Erlebnis, wo du sagst, wow, das hat mich richtig schockiert? Do you have another experience that really shocked you? It really shocked me. Big shock. Driving on the Autobahn for the first time was a very big shock. And having no speed limit, I will say that is a very big shock and awesome. Because? Go so fast. Sehr schnell. Ja, er hat schon sehr schnell gesagt, ja, die Autobahn, also das war ein Schock für ihn. Kein Speed Limit. Ja. Kann so schnell fahren, wie er will. Und ja. But I have to say, I switch in English, I have to say I had the same experiences in the States. Did you? When I was driving there, like it was six lanes. Oh yeah. And you're driving like on the second from the right, mm-hmm. and all of a sudden two trucks just pass you like and you're like that is true. That is yeah. true. Shocks everywhere. Kannst du dein eigenes Statement auf Deutsch noch übersetzen? Also ich hatte ein ähnliches Erlebnis in den USA, als ich da auf dem Highway gefahren bin. Da bin ich dann auf der sechsspurigen Autobahn gefahren und dann zweite oder dritte Spur von rechts war das. Fahr da, halt mich natürlich an das Speed Limit, genau, Strich. Schön 65 Meilen gefahren und dann auf einmal fahren da links und rechts LKWs an mir vorbei. Mit einer relativ hohen Geschwindigkeit. Ja, da fühlt man sich dann schon, das ist schon ein bisschen in Schock. Das sieht man in Deutschland, wenn man es auch nicht so sehen. Ja, ich hab einen Freund aus Österreich und er war auch zum ersten Mal auf deutschen Autobahnen unterwegs und er hat gesagt, ihr seid lebensmüde. Ja, ihr seid total verrückt. Ja. Okay. Ja, vielleicht einfach mal nach Stuttgart, sich einen Porsche ausleihen und dann mit ihm über die Autobahn. Ja. was für eine Haltung habt ihr, wenn neue Mitspieler kommen? Also was ist euer Mindset? Was meinst du damit genau, was unser Mindset ist? Eure Haltung? Mhm. Den Neuen gegenüber. Also manchmal kann man sagen, da kommt ein Neuer, interessiert mich nicht. Okay, so für mich, ich bin immer sehr interessiert, weil diese neuen Spieler und ich habe das Gefühl, dass die können uns helfen, weiterzuentwickeln oder Spiele zu gewinnen und das ist mein Job, die richtigen Spieler zu rekrutieren. Aber ich denke, wir machen einen sehr guten Job, die richtigen Spieler zu finden, weil die müssen zu unserer Kultur passen. Sonst kommen die gar nicht her. Oder wenn zum Beispiel wir rekrutieren die falsche Spieler und der kommt und der passt nicht zu unserer Kultur, ist der ziemlich schnell raus. Aber meine Meinung ist immer, wir sind ganz offen für neue Spieler. Wir wollen neue Spieler haben. Wir wissen schon alle, dass neue Spieler hilft uns am Ende des Tages. Und ich bin nicht alleine in diese Gedanken, sondern auch unsere Spieler. Die sind immer sehr willkommen zu neuen Spielern. Und das ist und die machen einen sehr guten Job damit, weil bei unseren Spielern ist es immer eine Gefahr, dass vielleicht die anderen wird mehr Spielzeit bekommen. Und das ist immer schwierig für einen Spieler. Aber trotzdem mit dieser Gefahr, die sind trotzdem machen einen sehr guten Eindruck für die neuen Spieler, dass wir sind eine sehr welcoming Mannschaft, wenn neue Spieler kommen. Ja, also ihr interessiert euch und ihr wisst, die werden uns weiterhelfen. Ja, absolut. Ja, 100%. Ja. Gibt es nicht sowas wie Vorbehalte? Ja, also so, da kommen jetzt die Amerikaner aus dem Land des Footballs und in so ein Entwicklungsland, nenne ich jetzt mal, Football-Entwicklungsland Deutschland.
Gibt es da Vorbehalte? Ja, also natürlich hat man da immer so im Hinterkopf, ja, die Amerikaner, die kommen, die sind natürlich schon, die spielen schon nochmal besser auf einem anderen Level jetzt als wir. Und das ist halt, das hat man immer noch so im Hinterkopf. Wobei das jetzt sich momentan in den letzten Jahren, Jordan wird mich berichtigen, wenn es nicht so ist, aber wird es enger. Also der Football in Europa, der entwickelt sich auch immer mehr weiter. Und ich denke, der Unterschied zwischen den deutschen oder den europäischen Spielern zu den Amerikanern, die kommen, der ist nicht mehr so groß, wie er früher mal war. Aber ich denke, das ist schon noch ziemlich in den Köpfen verankert. Ja, die Amerikaner kommen rüber, die sind wesentlich viel, viel besser als wir. Das ist so der einzige Vorbehalt, den ich jetzt wüsste. Ja. Und baut ihr die Vorbehalte dann irgendwie ab? Oder gehen die dann weg irgendwann? Das ist halt... Die Amerikaner bei uns im Team, die lernt man dann gut kennen und man trainiert dann zweimal in der Woche mit denen. Und dann merkt man, ja, das sind auch nur Menschen. Und die kochen auch nur mit Wasser und haben die gleichen Voraussetzungen wie wir. Machen das vielleicht schon ein bisschen länger, aber ja, die Vorbehalte, die baut man dann schon ab. Ja. Aber die, wenn ich es richtig verstanden habe, dann bauen sich die Vorbehalte ab durch Kennenlernen. Ich würde sowas sagen. Insbesondere zu unseren deutschen Spielern und unseren amerikanischen Spielern, die in unserer Mannschaft sind, ja. Mhm. Denke ich, ja. Ja, also würde ich mir für die Pflege auch wünschen, dass das, was ihr jetzt sagt, ist, jawohl, wir haben ein gemeinsames Ziel und wir brauchen einander. Mhm. Ja, und nicht, da kommt halt irgendjemand, sondern hey, die Person ist wichtig, dass wir unsere Bewohner, Patienten versorgen können. Das ist der einzige Grund, oder das ist der wichtigste Grund, dass wir so viel Erfolg in den letzten Jahren gehabt haben. Ist dieser Mannschaftsgedanken und dass wir alle brauchen einander und dass wir alle müssen, dass Chemie muss stimmen in unserer Mannschaft. Ohne das werden wir nicht so viel Erfolg haben. Ja, ja. Mhm. Gibt es auch sowas wie Gruppenbildung? Also so eine Gruppe von Amerikanern, eine Gruppe von Italienern, eine Gruppe von Deutschen. Gibt es sowas auch? Und dass wir einfach unterschiedliche Gruppen haben innerhalb von unserer Mannschaft? Ja, dass sie sagen, okay, wir machen eher was mit denen, die wir kennen, die unsere Sprache sprechen, mit den anderen nicht so. Ja, ich denke, wir sind über 60 Mann in unserer Mannschaft. So gibt es natürlich ein kleines Kreis, you know, innerhalb von unserer Mannschaft, das ist klar, wenn es so viele Leute gibt. Aber was richtig toll beim American Football ist, ja, wir haben diese Gruppe, weil wenn wir trainieren, gibt es immer 7 oder 8 Gruppen auf dem Feld alleine zusammen. Und beim Football muss man innerhalb von dieser kleinen Gruppe trainieren und dann danach kommen wir alle zusammen und dann alles muss passen auf einmal. Und das ist ein tolles Erlebnis zu sehen, wie man sich hart arbeitet in seiner kleinen Gruppe, aber dann danach muss das alles stimmen mit allen anderen. Und das ist ein Lernprozess und deswegen mag Football so viel Spaß zu machen, weil anfangen musst du mit einer kleinen Gruppe gut arbeiten, dann es wird immer größer bis 60 Mann. Also das, was ihr macht, klar, man arbeitet in kleineren Gruppen zusammen, ja. Aber ihr guckt auch schon immer, dass das Gesamtteam miteinander unterwegs ist. Genau. Nick, noch eine Frage an dich. Wenn du das Verhalten von einem Deutschen nicht verstanden hast, was hast du dann gemacht? If you didn't understand like a behavior or something like some of the Germans did, how did you kind of react to that? Laughing? I would laugh. I would laugh. And then I would... I haven't had that many experiences of people behaving in surprising ways or ways that I didn't understand. If they did, I would just ask them, why are you behaving that way? Erstmal hat er gelacht. Ja, nee, er hat gemeint, er hatte so ein Erlebnis jetzt noch nicht so wirklich gehabt, dass Leute in einem, ja, sich verhalten haben, wie er es nicht versteht. Und er meinte aber, wenn es vorgekommen wäre, hätte er einfach gefragt. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist entscheidend wichtig, ja, weil manchmal verstehe ich das Verhalten in einer anderen Kultur nicht. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, warum die jetzt so handeln. Und dann ist der einfachste Weg, einfach mal zu fragen,
okay, du handelst so, ich verstehe es nicht, erklär mir mal, warum du so handelst. Ja. Man muss, ich habe was dazu. Ich habe eine ganz klare Erfahrung damit und der Nick auch. Er weiß es noch nicht. Aber es ist so, dass Deutsche sagen Sachen zueinander, dass Amerikaner wird niemals zueinander sagen. Ich hoffe, ich kann das ziemlich gut ausdrücken. Aber ich meine, die Witze hier sind mehr direkt und sind mehr, ein bisschen mehr ernsthaft. Und die Deutschen würden einfach lachen über solche Sachen und die Amerikaner würden ziemlich wütend sein über solche Sachen. Und es hat mich Jahre gebraucht, dieses Verhältnis zu verstanden und zu akzeptieren, dass die meinen, dass nicht böse auf irgendjemand, es ist einfach, wie die miteinander sprechen und wie die Kultur ist. Yeah. Yes. Did you understand that? Yeah. Absolutely. You agree with that? I agree. Also, ja, genau. Also, ja, das Verhalten sehen und dann versuchen, die Absicht oder die Motivation. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Okay. Abschließende Frage an jeden von euch. Was kann man tun? Ganz, ganz praktisch, ganz konkret, dass es zu einer dauerhaften, guten Zusammenarbeit kommt oder zu einem guten Teamwork. Mhm. Möchtest du anfangen? Ja, für mich es ist es, man passt auf über sogar die kleinen Sachen ständig. Dass sogar ständig die kleinen Sachen, die passieren in die Mannschaft, dass wir on top of that also, auf Englisch zu sagen. So es ist egal für mich, was passiert in die Mannschaft, ob es ein großes Problem ist oder ein kleiner Problem ist. Ich lasse das einfach fast niemals oder ich versuche das niemals einfach so zu lassen. Mhm. Weil wenn ein Problem gibt, ich möchte sofort attackieren dieses Problem und so schnell wie ich kann dieses Problem lösen. Ja. Mhm. Daniel? Also ich denke ganz klar, Kommunikation ist da wichtig, dass man miteinander redet. Und wenn es Probleme gibt, wie der John schon gesagt hat, die einfach anzusprechen. Und ich denke auch einfach, wir haben es vorhin von Gruppen gehabt. Ja, es gibt schon immer, natürlich versteht man sich mit manchen Leuten besser wie mit anderen, aber dass man auch mal ein bisschen mit den Leuten, wo man nicht so viel macht, dann trotzdem in Kontakt bleibt und viel mit denen, einfach viel reden, Kommunikation. Ja. Vielleicht noch die Frage. Ja. How can you keep this long term, like that things go good within a team, and how can you keep that going long term, not just short term? Okay. I think a big way to keep success going is for people to not care who gets the credit. Football is such a team sport. You can have individuals and good players, but to have the mentality that it doesn't matter who's doing what, or who gets the credit for what, that it's all a team effort. I think that's an important mindset to have long-term success. Ja, also er spricht den Teamerfolg an, dass es im Endeffekt im Football ist ein Teamsport, der seinesgleichen sucht. Ja. Da muss wirklich jeder funktionieren und am Ende ist es in dem Sinn egal, wer jetzt das entscheidende Play macht, den entscheidenden Spielzug macht. Das Team ist immer das, was wichtig ist, das, was dahinter steht. Dass man einfach den Teamgedanke im Hintergrund hat. Also oder nicht, im Vordergrund steht, sag mal so. Also nicht das Individuum, nicht der Einzelne, sondern wir zusammen. Genau. Ja. Ja. Hey, das war ein tolles abschließendes Statement, wo ich mir auch für die Teams in der Pflege wünschen würde. Sagen, hey, wir sind hier keine Einzelkämpfer, ja, sondern egal woher wir kommen, hey, wir ziehen an einem Strang. Wir sind ein Team und wir sind dafür da, unsere Heimbewohner zu versorgen, für sie da zu sein, sie zu pflegen. Das ist das, wofür wir hier sind und als Team schaffen wir das. Egal wie groß die Unterschiede kulturell oder sprachlich oder irgendwie sind. Hey, vielen Dank euch drei. Es war wieder sehr inspirierend mit euch. Very inspiring. Yeah. Oh, yeah. Thank you. so, sag mal, ciao und
Auf Wiedersehen. Bye. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken. Super, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hey, dann helft uns, dass auch andere ihn hören können. Teilt ihn mit euren Freunden, bewertet uns mit 5 Sternen, liked uns und erzählt allen euren Kolleginnen und Kollegen vom Born to Pflege Podcast. Wir freuen uns auch über eure Anregungen, über die Kommentarfunktion. Und wenn ihr Themen habt, die euch brennend interessieren und zu denen ihr gerne Input haben möchtet, hey, dann lasst es uns wissen, zum Beispiel über E-Mail. E-Mail an feedback@borntopflege.de. Und wenn ihr noch mehr Infos haben möchtet, hey, die gibt's auf unserer Website borntopflege.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und denkt dran, ihr seid Born to Pflege.